Schloss Neuschwanstein meets Porsche. Eine Fusion der ganz besonderen Art. Die Präsentation des 911er Turbo war am vergangenen Freitag Königssache. Das Auto hat eine Wahnsinnsbeschleunigung. Es ist unglaublich, wenn Sie hier Vollgas geben und das Pedal richtig durchdrücken. Der zieht aus dem Stand bis 310 ansatzlos durch. Sie haben 3,7 Sekunden 100 auf dem Tacho, unter 13 Sekunden 200 auf dem Tacho und der Anpressdruck an der Rücksitz, also an der Lehne, hört nicht auf. Unbeschreiblich auch der Glanz der Inszenierung des Musicals König Ludwig Hoch II, in dessen Genuss die rund 800 geladenen Gäste kamen. Das ist das Höchste, was man haben kann. Unser König von Bayern und Porsche aus Baden-Württemberg, aber die sind ja ganz nah bei uns und deshalb identifizieren wir uns mit denen auch sehr gerne. Damals verpönt, heute ist das ein Anziehungsmagnet für Millionen. Ich spreche jetzt von dem architektonischen Meisterwerk, dem Schloss Neuschwanstein. Aber er hat sich auch in anderen Technologien sehr gut ausgekannt, hat sie gefördert, hat sie auch selbst angewandt. Also ich denke, da gibt es eine ganze Menge Analogien, zumindest zu dem Thema Meisterwerk. Und den 911 Turbo, den verstehen wir als Maß der Dinge, als wirkliches Meisterwerk der Automobiltechnologie. Mit sechs. Sprich in König Ludwig des II. Worten Opus 911, von dem die Gäste gar nicht genug bekamen. Die Präsentation war genial, hervorragend, also einmalig, einzigartig, muss ich sagen. Und die Euphorie ist rübergekommen und jeder ist begeistert. Also ich denke, dass wir am richtigen Weg sind. Ich finde, es ist eine dezente Lösung, so viel Leistung zu verpacken. Bis jetzt war ich immer so ein bisschen skeptisch. So ein riesiger Heckflügel, also ein brachialer Auftritt. Also meine Frau würde normalerweise nicht einsteigen. Jetzt ist er ein bisschen dezenter verpackt, hat noch mehr Leistung, ist schneller, auf jeden Fall besser gelöst. Sehr gut. Ja? Er war ausgesprochen sehr schön, muss ich wirklich sagen. Was war so das Highlight? Die Vorführungen in dem Theater waren sehr schön. Ganz toll. Jetzt fragen wir mal die Herren der Schöpfung ganz kurz. Wer kriegt denn den 911er? Die Frauen oder doch lieber die Männer? Also bei mir auf jeden Fall die Frau. Oh ja. Und mit Automatik muss das sein. Für die Frau? Natürlich. Okay. Und bei Ihnen? Ein tolles Auto, wir überlegen noch. Gibt es da Machtkämpfe? Nein, das nicht, aber wir sind schon Turbofahrer. Und der neue ist ein wirklich schönes Auto. Ein schönes Auto und für jedes Geschlecht. Doch wenn Sie, meine Damen, keinen möchten, dann bleiben Sie doch bei Ihrem alten.